Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Norbert Porasek auf der DKM. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Funkfinanz. Guten Tag, Herr Porasek. Guten Tag. Herr Porasek, Sie sind auf der Cashliste der Maklerpools an erster Stelle mit der Funkfinanz. Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens ein? Nun ja, wir haben letztes Jahr wieder einen Rekordumsatz gehabt mit 115 Millionen Euro. Werden dieses Jahr nochmal sehr weit drüber liegen. Haben auch unseren Gewinn gesteigert auf 2 Millionen Euro. Auch da werden wir wahrscheinlich wieder drüber liegen dieses Jahr. Wir wachsen in unseren wichtigsten Sparten, in Sach vor allem. Da haben wir jetzt dann über 30% Umsatzanteil, was uns sehr, sehr gut tut, was das Geschäft sehr, sehr ruhig macht. Und wir sind rundum zufrieden und glücklich und alles gut. Das heißt, Sie würden sagen, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist top? Wie gewohnt top, ja. Wir sind noch im laufenden Jahr 2016. Was war Ihnen besonders wichtig und auf was haben Sie genau fokussiert dieses Jahr? Also nach außen haben wir natürlich den Makler geholfen, den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Mit Meine Finanz-App haben wir eine App rausgebracht, was nur für Vermittler da ist, was die Vermittler ihren Kunden geben können, also nicht in Konkurrenz zu unseren Vermittlern tritt. Wir haben mit dem Finanzlotsen für Endkunden ein Beratungstool rausgebracht, wo der Endkunde sich komplett selber beraten kann. Makler-Movie, Endkundenfilme, personalisiert und individualisiert auf den Vermittler. Wir haben weiter die Makler-Homepages unserer Vermittler deutlich verbessert. Und ja, es läuft alles sehr, sehr gut, wird sehr, sehr gut angenommen von unseren Vermittlern und bringt auch große Erfolge und einen weiteren starken Zulauf an neuen Vermittlern bei uns im Haus. Und nach innen haben wir weiter automatisiert und digitalisiert, sodass die Prozesse noch schneller und elektronischer funktionieren. Das heißt, der Fokus lag auf die Digitalisierung? Ja, der Fokus lag auf der Digitalisierung und auf der Befähigung unserer Makler, den Herausforderungen der Digitalisierung auch gerecht zu werden. Wenn wir einen Blick wagen würden in 2017, wie wird die Entwicklung sein? Was schätzen Sie ein? Ja, für den Markt, also für den Maklermarkt erwarten wir sehr viele positive Impulse, die den negativen Impulsen, sage ich mal, überwiegen. Denn es wird weitere Regulierungen geben. Aber wir haben im Maklermarkt erstmalig wieder sehr starke positive Entwicklungen, wie Bankfilialen schließen. Das ist natürlich gut für den Versicherungsmakler. Vertriebe geben immer mehr Vermittler ab in die Maklerschaft. Versicherungsgesellschaften bauen ihre eigenen Ausschließlichkeiten immer stärker ab. Und das sind Entwicklungen, die tun den Versicherungsmaklern gut, weil mehr Kunden zu ihnen kommen. Das ist auf die eine Seite. Und für uns bedeutet das natürlich mehr Vermittler, die mit uns kooperieren wollen. Und deshalb werden wir auch mal nochmal deutlich mehr Umsatz machen wie dieses Jahr. Also wir warten jetzt auch die nächsten 5 Jahre jedes Jahr einen neuen Umsatzrekord. Allein aufgrund der Sparten, die wir gerade neu aufbauen und die sehr, sehr vielversprechend sich entwickeln. Dürfen Sie schon über diese Sparten sprechen, die sich aufbauen? Ja, wir bauen die ja schon einige Jahre auf, ja, wie Baufinanzierung, wie Sach, Gewerbesach, wie Industriesach wird dazukommen und natürlich den ganzen Bankenbereich. Und auch Immobilien, eine Immobiliensparte werden wir mit anbieten. Und dort wachsen wir sehr, überall sehr, sehr stark. Und zu unserem etablierten oder ersten 2 Sparten LV und KV, die trotzdem nicht zurückgehen, ist das ein sehr guter Mix, sehr ausgewogen. Und wir zeigen auch, dass wir einen Allfinanzansatz weiterverfolgen und damit auch sehr, sehr sicher aufgestellt sind. Sehr schön. Und was können die Vertriebspartner erwarten für das nächste Jahr, Herr Porasek? Wir werden viele neue Tools bringen, die den Vermittlern sehr, sehr viel Spaß machen. Wir werden viele neue Programme bringen, die auch die Beratung sehr viel einfacher macht. Und wir werden sehr viele andere Dinge bringen, die unsere Vermittler glücklich machen werden, in Kooperationen mit anderen Dienstleistern, die bisher so sehr, sehr kostenpflichtig waren. Wir werden ein E-Mail-Programm rausbringen, wofür Vermittler bisher sehr viel Geld zahlen mussten, das sie selber verwenden können. Wir werden unseren Vermittlern das wieder kostenfrei geben, sodass man sehr professionelles E-Mail-Marketing machen kann mit unseren Filmen, mit der Homepage, mit der App, alles in Kombination miteinander, mit einer dauerhaften Webpräsenz und Webschulungen, wo wir auch die Schulungen anbieten direkt. Natürlich werden wir das mit den Punkten sehr stark verfolgen, mit der IDD, sodass wir auch unsere Vermittler natürlich dazu befähigen, auch weiterhin ihre gewerblich-rechtlichen Auflagen zu erfüllen. Und den 34i bieten wir auch schon kostenfrei an für unsere Baufinanzierungsvermittler, wenn die dann auch in den Umsatz bei uns einreichen, sodass wir auch da unsere Vermittler überall sehr stark unterstützen. Herzlichen Dank, Herr Porasek, und alles Gute für 2017. Vielen Dank, Ihnen auch.